Herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime, will ich immer sagen. Metroid Samus Returns. Meine Güte. Es ist natürlich nicht Metroid Prime. Metroid Prime 4 kommt noch. Für die Switch, hoffentlich. So. Wir können jetzt in die heißen Gebiete rein. Und das machen wir doch mal gleich. Ich habe ja ein paar Tage nicht gespielt, das heißt, entschuldigt mir ein paar Steuerungsfails. Das ist einfach nur ein... Okay. Könnt ihr bitte weggehen? Ich hasse diese Fledermaus. Kacke. Oh mein Gott. Und das Piepen macht mir auch Kirie. So. Okay. Gut, den haben wir mal outplayed hier. Nein, er hat uns outplayed. So, gehen wir mal hier lang. Mal schön weg. So, da unten ist auf jeden Fall noch was. Kann man die Dinger kaputt schießen? Ah, Moment. Ach, die gehen kaputt. Ja, easy. Man braucht einen Arsch voll Raketen, aber die gehen kaputt. Okay. Ich wäre jetzt fest davon ausgegangen, dass das aber nicht geht. Aber. Vielleicht geht es sogar mit Eis besser? Allgemein hier drin mit Eis vielleicht arbeiten? Könnte ein guter Tipp sein. Hier gibt es irgendwo ein Metroid. Hier ist so ein Ei. Heißt das doch, oder? So. Oh shit. So. Ja. Das Ding rastet aus. Ich wollte schon sagen, warum geht's nicht kaputt? Außerdem hängt's doch gerade im Feuer drin. Geht das mit Eis? Ne, nur mit Raketen. 4, 5, 6. 6 Raketen. Das sind viele Raketen. Hier drin ist ein Metroid. Ein spezieller wieder. I. Ist der schon tot? Hallo? Anpieks. Oh. Es hat sich verwandelt. Ja, nice. Was macht er denn jetzt? Ach ja, der macht Laser. Nee, Schallwellen. Okay. Und das. Alter, macht der Schaden. Alter. Aua. Aua. Er ist fast down. Dein Ernst? Jetzt macht das Spider-Man. Was? Was? Der hat mich doch nicht mal berührt, so wie das aussah. Das hat mir trotzdem Schaden gemacht. Ich war doch... Hallo? Yassi! Oh mein Gott. Muss ich mir die Cutscene jetzt nochmal geben? Kann ich das überspringen? Oh, geil. Einfach die ganze Zeit abschießen, dann kriegt man immer Energie zurück. Weg. Ach so, ja gut. Ich dachte, er macht den Laser, den er vorhin auch gemacht hat. Wieder Druckwelle? Okay. Aua. Aua. Oh, Raketen gibt er auch. Jetzt ist der Laser. Komm, wir haben ihn noch fast. Was ist das? Er war schon so rot. Der war doch nicht mehr viel. Ich habe das Gefühl, es sollte schon mehr Energie. Die machen halt mega Damage, ne? Das ist echt nicht zu verachten. Jetzt sollte ich. Ich bin auch nicht voll. Ich habe nur 58. Zwei Tanks und 58. Ich könnte ja mehr haben. Oh, falsche Waffe. Ja, nice. Oh. Erstmal weglaufen. So. Druckwelle. Alter.
dass man den auch nur unten treffen kann. Es gibt Raketen. Nice. Das ist der Mund. Jetzt kommt er wieder gelaufen, der Penner. Alter. Alter. Man kann nicht über den rüberspringen. Was macht denn jetzt? Achso. Den Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach so, ins Gesicht kann man ihn auch schießen. Oh mein Gott. Laser. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Au. Ach, diese Kugeln. Was ist mit diesem Boss? Die werden ja immer schlimmer. Da muss ich ja Skill haben. Da darf ich ja keine Pause machen, wenn ich irgendwie ein paar Folgen aufnehme. Ich heile mich jetzt erstmal voll. Da kommt aber keine Heilung raus aus den Dingern, oder? Doch, ein bisschen. Oh, shit. Dafür darf ich aber nicht zu viele Raketen benutzen. Das lohnt sich nicht. So, jetzt haben wir 68. Kriege ich das da gleich auf? Haben wir einen Gegner? Hier haben wir einen Gegner. Oh, da kommt nicht überall Energie raus. Da kommt Energie raus. Da kommt... Okay, jetzt sind wir voll. Sehr gut. Warum der jetzt schon wieder respawned ist, weiß ich nicht. Aber okay. Alles wieder respawnen, obwohl wir nur ein paar Meter weiter waren. Finde ich ein bisschen übertrieben, Spiel. Ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übertreibst du schon. So, bei ihm fahren wir uns jetzt die Raketen, aber... Zack. Macht er jetzt? Ja, den Scheiß, okay. Der wird ganz schön sparsam mit seinen Drops. Aber wie soll ich das denn noch timen? Es geht nicht hier hoch, oder? Gut. Aua. Arschloch. Geh weg. Okay. Ich hab nur noch einen Tank. Jetzt kommt der wieder. Okay, oh mein Gott. Ich hatte so Angst, wenn er mich jetzt wieder erwischt hätte, wäre es wieder vorbei gewesen. Boah. 5 von 8. Komm hier noch rein. So. Gibt's hier was? Okay. Die kriegt man nicht kaputt. Aua. Ah. Ach, du großer Gott. Okay. Nein. Jetzt hoch. Okay, nice. Oh nein, was? Was? Ist das dein Ernst? Jetzt dann nicht... Okay, ich dachte, jetzt muss ich hier mit einer Rakete da rechts stehen. Aber die Blöcke gehen auch kaputt. Jetzt habe ich ein falsches Timing. Egal, wir gehen rein. Okay, nice. Okay, warte mal.
Okay, hier komme ich irgendwie zu weit hoch. Warte mal. Da komme ich nicht dran. Okay. Das Wind, aus der Richtung komme ich schon mal nicht hin. Guten Tag. So. Oh nein, nicht ihr. Diese Kackvögel. So, hier haben wir Munitionsaufladung. Raketen haben wir momentan. So. Was kriege ich hier? Wavebeam. Der Wavebeam, war das der lilane? Energiewellen des Wavebeam durchdringen feste Materie. Ja, den hat man in einem Metroid Prime richtig spät gekriegt, aber der war gut. Aha. Das hält ja mega. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Moment. Oh nein. Ich habe das Vieh da nicht gesehen, von der Decke fallen. Tun. Warte mal. Au. Dass die einem wehtun, wenn man die nur berührt. Speichern. Ich möchte nicht nochmal gegen diesen Metroid kämpfen. Das wäre ziemlich nice, wenn ich das nicht nochmal machen müsste. Oh ja, der ist nice. Au. Die Gegner sind so nervig hier. So, schnell runter. Den boxen. So, und dann nochmal hier rein. Jetzt sind hier Gegner, lol. Komm. So. Ich möchte nochmal gucken hier. Auch wenn es mega nervig war. Ach, come on. Come on. So, und dran hüpfen. Au. Och, komm. Mann. Wie doof das ist. So. Das ist ja mein... Nein, in die Richtung. Das schaffe ich nicht mehr. Wenn er anfängt, muss ich... Also kurz nachdem er angefangen hat. So, jetzt. Alter, willst du dich verarschen? Ich bin auch zu blöd zum Aimen, ne? Das ist manchmal auch ganz schön fummelig. Jetzt klebt doch da dran. So. Nein. Aus. Nein! Wieso kann mich die Scheiße überhaupt wegdrücken? Das war zu früh. Braucht das sogar nicht mehr, dass Bomben mich wegsprengen können. Das ist... Oh. So unnötig. Das Problem ist, ich kann von der anderen Seite da nicht rein, weil da Wind ist. Der war gut. So. So, das sind die Bomben. Rein. Dankeschön. So, jetzt gucken wir überall. Ich glaube, hier muss ich mit dem Wavebeam durch. Aua. Okay, der Wavebeam ist gegen die Viecher ja super. So. Ah, warte mal. Ich sehe gerade. Hier drüber. Existiert auch noch was, was helfen könnte. Hier war ich nämlich auch noch nicht.
Ah, guck mal. Getroffen. So. Einmal vorsichtig runter. Oh. Ich habe mich gerade so verkrampft, dass ich mit dem Daumen auf die Home-Taste gekommen bin. Fragt nicht, wie ich das geschafft habe. So. So, warte. Da kann man durch. Nein, kann man nicht. Kacke. Das war jetzt doof. Und ich komme ja da noch dran. So. Hä? Da komme ich nicht dran. Okay, da komme ich nicht dran. Ach, guck mal, der Wavebeam ist jetzt mein Standard. Das war früher auch im Metroid Prime so. Geil. Ich glaube, da gab es den normalen Beam gar nicht mehr. Aua. Moment, dass da eine Flamme ist, hat doch... Das hat doch eine Bewandtnis. Das hätte ich vorher so machen sollen, aber da ist eh was. Nein? Okay. Da gibt's was Tolles zum Spielen und zum Spaß haben. Erstmal gibt's hier ätzende Gegner. Warum bist du so ätzend? Geh weg. Mies. Okay. Treffen wäre eine Maßnahme. Danke. Wie komme ich denn an den Tele? Soll ich denn da drankommen? Okay. Jetzt ist es lächerlich. Hier komme ich anscheinend nicht anders rein. Komm schon. Ich bin wahnsinnig. Okay, warte. Wir klettern nicht runter. Wir klettern runter, aber... Au. Hi. Was gibt's denn hier? Au. Au. Krieg ich noch was aus dir raus? Danke. Noch was? Dankeschön. Noch was? Oh, nice. Ich bräuchte aber Energie. Ah, krieg ich nicht mehr. Was kriege ich jetzt? High Jump Boots. Ah, so komme ich da hoch. Nice. Nice, nice. High Jump Boots, Boots steigern die maximale Höhe von Sprüngen. Holy shit. Okay, nice. Hier ist was. Ist hier ein Metroid drunter? Au. Ich mach die jetzt einfach aus Prinzip kaputt. Einfach, weil die mir auch Energie geben. Und mir auf den Sack gehen. Okay, lila waren normale Bomben, ne? Ja, okay. Was war das denn? Ich hab da oben was freigeschossen, aus Versehen. Die sind anders, die sind lila. Lol. Ah, okay, jetzt kann ich da so hochspringen. Lol. Krasser Shit. Nur dafür ist der Raum hier?
Auch für Bälle? Zieht das auch für den Ball? Ich bin mir unsicher. So. Ist hier noch was? Nein. Okay. Ach so. Au. Verkackt. Okay. Ach, warte mal. Damit kriege ich die kaputt. Oh mein Gott, dauern die lange. Ich glaube, das heißt... You cannot destroy me. Oh mein Gott. Krieg ich die mit Bomben kaputt? Oh mein Gott. Wie komme ich da hoch? Wie kriege ich die kaputt? Gar nicht, ist das Problem. Au. Natürlich! Ich duck mich schon extra. Och Mann. Wieso kriege ich denn diese... Weißt du, alle kriege ich kaputt, nur diese silbernen nicht. Gib mir das. So. Ich muss den Wandsprung machen, glaube ich. Und dann springst du auch noch so hoch, dass du in der Scheiße drin hängen bleibst. Warum leuchtest du denn, wenn ich dich damit nicht besiegen kann? Au. Au. Keine Energie mehr haben ist Wunder. Au. Komm her. Wenn ich jetzt verkackt hätte, hätte ich geweint. So. Es geht hier noch weiter runter, ist das Problem. Aber wo? Da. Oh Gott. Das hohe Springen ist ja ganz geil, ne? Aber, oh nein, falsche Energie. Achso, da geht's auch runter. Okay, ich dachte schon, da wäre ein Geheimgang. Oh. Das wird's echt ernst. Kommst du ins Wasser geflogen? Ich kriege auch keine Energie von denen, ne? Ach, Gott sei Dank. Dankeschön. Was mit euch? Hm. Da komme ich noch nicht hin. Obviously. Ist da hinten Wasser? Ey, wehe, wenn nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Oh ne, jetzt bin ich wieder hier. Ernsthaft? Oh nö. So, jetzt muss ich hier warten. Jetzt versuche ich das mal ohne Schaden. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Au. Das Berühren von den Dingern ist halt schon mega ätzend. Ich will nicht wieder mit Alarm hier oben ankommen. Dankeschön. So. Oh oh. Ui, ui, ui. Den habe ich vergessen. Ich kann ja jetzt hochgehen. Wir den entfernt haben. So, jetzt haben wir hier ein Tele. Komme ich vielleicht zu einer Speicherstation? Das wäre gerade ganz geil.
Ach so, muss ich wechseln. Nicht mit dem Analogstick, sondern mit dem Digitalkreuz. Teleportation. So, ich hätte nämlich gerne eine Speicherstation. Außerdem haben wir jetzt schon wieder zig... Oh! Sachen, die wir untersuchen könnten. Wo wir halt vorher noch nicht hinkonnten. Und hier ist noch ein Metroid hinter der Wand. Machen wir aber im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part von Metroid Samus Returns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.